Hallo Leute, ja, letzte Folge hatten wir den Händler abgefertigt. Jetzt sind wir hier unten im Keller und dann müssen wir noch gucken, dass wir ein bisschen Räumlichkeiten umstrukturieren. Haben wir schon angefangen, aber da sind ja noch viel mehr. Da werden wir jetzt mal gleich nach dem Logo nachschauen, ne? So, dann nehmen wir mal auf jeden Fall die Pause raus, damit er gegraben wird. Dann brauchen wir Konstruktionen weiter, die Wand. Den Haken haben wir gesetzt. Diese Räume sind fast fertig. Hier muss noch eine Wand runter. In dem Zeug. Ja, hier wird es jetzt schwieriger. Das da. Da kommt auch noch einer hin. So, dann ist hier noch einer zu machen. Und hier sind dann drei. So, da wäre die Tür hier wieder Dreier. Und da auch ein. Okay, warum geht das andere nicht? Warte mal, hier muss aber auf jeden Fall noch einer weg. Und das ist ja sowieso ein Gang. Und den können wir dann mal da aufmachen. Der bleibt dann so. Und hier gehen wir mit dem Gang dann weiter nach da hinten erstmal. Gut, das sieht erstmal alles prima aus. Konstruktion nochmal daher. Wall. Haben wir. Hier muss noch einer hin. Dann sind die Räume dicht. Da auch. Da auch. Hier muss aufgemacht werden. Hier muss aufgemacht werden. Und da muss auch aufgemacht werden. Dann müssen wir da hinten wieder zumachen, noch eine Stelle. Okay, da geht irgendwie was noch nicht, weil er noch nicht so weit ist. Okay, passt schon. So, das heißt hier. Finish removing mining. Also das kann ich jetzt hier nicht wegmischen. Ne? Nee, das geht nicht. Das muss ich anders abbrechen. Ist das hier irgendwo? Habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? So, das ist Claim a Forbidden Item. Nee. Das müsste ja dann das sein, ne? Ja, da bin ich jetzt nicht so sicher, wie das hier weitergeht. Ne? Da haben wir auch so ein Ding. Haben wir auch schon hier aktiv. Vielleicht müssen wir da mal so eine Dump Area machen irgendwo. Ne? Place Zones. War das hier? Ne, das war glaube ich gar nicht hier, ne, oder? Nee, das war nicht hier, das war woanders. Establish Burrows to organize worker living space in larger fortresses. Nee, das brauchen wir auch nicht. So, ich glaube, da muss man einen Stockpile von machen, ne? Oder wie war das? Und dann macht man das hier mal. Wo ist hier so ein Bereich, wo ich jetzt das machen könnte? Hier ist der Haupteingang. Komm, machen wir mal hier so ein Dump Area hin. Accept. Hier war das doch irgendwo, oder? Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher.
Das ist doch nicht so richtig, ne? Finished gut. Nee, das ist hier nicht richtig. Diese Area kannst du mal löschen, oder? Oder wir machen da Furniture rein, weil Furniture sind, glaube ich, dann auch die Türen, ne, oder? None. Und da ist Doors. Mal gucken, ob das klappt. Die da irgendwann hingebracht werden. Aber ich glaube, das mache ich falsch. Ich weiß es aber nicht. Kann ja einer meine Kommentare schreiben, oder? So. Das sieht schon mal gut hier aus. Überall passt. Das war der Gang. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch weiter aushöhlen. Da muss eine Tür hin. 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 Irgendwann muss da auch eine Tür hin, ne? Construction Walls. Da zumachen bitte. So, das sieht erstmal gut aus. So, dann ist das auch passend, aber hier unten muss noch ein bisschen mehr rausgehöhlt werden. Dann sind diese auch erstmal gemacht. Und hier oben sind dann auch zu große Räume, ne? Construction Wall, ne? Habe ich es aus Versehen abgewählt. So. Lass uns mal gerade hier was freimachen, was wir freimachen müssen. Das wäre so, das passt, das passt, das passt. Hier muss es so weg. Da muss es auch weg. Da muss es weg, ja. Weitere Konstruktionen bauen hier. Der Raum ist passend. Na, stopp. Nochmal das Ganze wieder falsch gemacht. So, hier muss, nee, das muss anders, das muss hier mitgemacht werden. Das passt schon. So, dann ist das erstmal fertig. Und
kann dann weitergemacht werden. Von den Türen ist noch keine weggemacht worden. Ich glaube, das passt nicht. Dann muss ich mal gucken, wie das geht. Wie gesagt, vielleicht kann es mir einer schreiben, damit ich das hinkriege. Das kannst du auch wegmachen, weil da kommt bloß ein Gang hin. 3, 3. Nee, warte mal, ich glaube, da ist falsch. Lass uns noch die Wände schnell ziehen. Ah, das haben wir wieder falsch gemacht, aber passt schon. Geht nicht. Ist das so richtig? Hier hören wir irgendwie was zu viel aus, kann das sein, oder? 3. Das geht ja wieder nicht. Aha. Das ist die richtige Wand. Das ist ein Raum. Der muss dahin. Der muss dahin, das passt schon. Okay, das heißt, hier muss noch das ausgeräumt werden. Gut, und wir brauchen noch eine Wand. Ah, verkehrt. Wohl, hier brauchen wir noch eine Wand. So, der Rest muss jetzt mal so bleiben. Hier machen wir mal gerade durch. Das sind dann die Eingänge. So. Soweit so gut, oder? Construction Doors können wir jetzt noch da hinsetzen. So, hier unten muss sowieso noch gearbeitet werden. Okay, egal welche Türen, einfach dahin. Brauchen die jetzt erstmal auf. So, die sind alle weg. Hier muss noch eine Tür hin. Dann ist das weg. Da kommt keine Tür hin, da auch nicht. Er speichert gerade. Sieht soweit gut aus. Aha, da können wir nicht machen, weil da keine Wände sind. Alles klar, da müssen wir warten, bis die da sind, oder? Was macht der jetzt hier? Aber hier sitzt gerade keiner, der die Räume baut, ne? Schon wieder komisch. So, was haben wir hier? Herbst ist da. Die sind weg. Da haben wir einen Hund gekriegt. Hen und Rooster sind 17 mal größer geworden oder was? Auch krass. So. So, hier ist unsere Basis jetzt wieder. Ja. Hier ist jetzt nichts reingekommen, obwohl ich da diese Furniture habe, aber die Türen müssen irgendwie anders rausgelöst werden. Da muss ich erst noch gucken, wie es geht. Da ist ja jetzt hier nichts passiert, ne, mit dieser Tür zum Beispiel. Die ist markiert, aber verbieten will ich ja gar nichts. Dumping Zones. Play Zones. Ach, hier ist eine Garbage Dump. Die habe ich wohl vorhin immer übersehen, ne? Kann das sein?
So, mach die mal hier hin. Und dann passt das, oder? Glaube ich. Und jetzt müsste man mal gucken, ob das so ist, dass die da hingehen. Die Türen rausreißen, ist die Frage, ne? Sind auf jeden Fall mehr Leute hier als sonst, oder? Kann das sein? Aber hier werden sie eingebaut gerade, oder? Die ist gedammt. Die auch. Die auch. Die passt. Türen sind eingebaut hier unten. Das ist erstmal alles richtig, ne? Hier oben wird es noch spannend, wie das dann gebaut wird. So. Schon wieder eine Karawane. Ich weiß gar nicht. Ich habe so viele Karawanen wie hier kommen wir auch noch nicht gehabt. So. Okay. Karawane. Da sind welche angekommen. Da ist Nachwuchs gekommen. Gibt's nichts zu catch. So. Wir sind schon am Ziel angekommen, denke ich. Da haben wir wieder schon zu spät. Oder? Ah, hier sind sie, glaube ich, ne? Martian Relations Groups. Übersicht hatten wir. Hier steht aber nirgendwo. Ist 84 Jahre alt. Ich weiß nicht. Wo kann ich denn sehen, ob das Elfen sind? Sieht jetzt nicht nach einer Elfin aus, oder? Händler, ja, super. Das war der. Das ist ein Zwerg, oder? Ein Pferd dabei. Der hat doch hier, hier ist schon wieder ein Blutfleck. Da ist doch schon wieder irgendwer gewesen, oder? Lass mal weiterlaufen. Da steht Zwerg auf jeden Fall dran. Lass uns mal hinkommen und wir müssten Move kurz und so, das müssen wir dann mal noch reinhauen, ne? Amulette. Weitere Amulette. Noch mehr Amulette. Armor brauchen wir nicht, wollten wir selber behalten. Fässer ist klar, Betten. Ja, die haben ein paar Dingens mit, wie heißt es? Aber das lassen wir so, wie es ist. Blocks, Body Parts, Boxes. Chest hier kann mal weg. Wohl, komm, lass erstmal hier. Türen hätten wir bestimmt welche über, ne? Komm, wenn die Türen mitnehmen wollen, dann können die Türen mitnehmen. Figurines. Bringt uns 200, ne?
Large Table Cut Green Zirkon, nee. Holz. Okay, das ist im Lager wahrscheinlich. Komm, mach mal was an, wenn sie es mitnehmen, nehmen sie es mit. Nur Fisch könnte alles haben, der fängt nachher sowieso bei uns nur an zu stinken. Das nicht, die wollen wir weiterverarbeiten. Steine brauchen sie auch nicht, aber wir können mal einfach welche anklicken. Tische. Können wir auch gucken, dass sie die nehmen. Die einfachen Tische können wir ja erstmal hier ein paar auswählen. Ich habe keine Ahnung, wie viele mitgeben können, aber. Dann werden wir die los, ne? Hier unten noch mehr, ey. Ich glaube, es ist einfach da umgekehrt zu machen. Die nicht, die nicht. Den nicht. So, warte mal, dann müssten wir das umgekehrt machen. Ne, das macht hier keinen Sinn. Den, den und den. Also, so viel können die gar nicht mitnehmen. Tools. Wheelbarrows, die haben wir schon mal aussortiert, glaube. Und Waffen. Passt erstmal so. So, dann haben wir das ausgewählt. Jetzt können die das alle hinbringen, oder? Tische sind schon da, oder was? Diplomatie. Okay. Make requests for next year's caravan. Wollen wir was aus Leder? Nein. Wood, Metal Bars, Small Cut Gems, nee, nee, Seeds. Plump Helmets. Und Dimple Cups waren das, ne? Oder waren es Sweetpots? Ich weiß es auch nicht mehr. Ist egal, die sollen das alle mitbringen. Das hier ist, glaube ich, zum Färben, ne? Sweetpots, Rocknuts, komm. Ist auch egal, die sollen das alle mitbringen und dann haben wir ein bisschen was fürs nächste Mal. Waffen. Short Sports. Lassen wir erstmal, oder? Oh, wo Battle Axe. Sollen sie mal mitbringen. Trap Components, Digging Implements, haben wir Picks. Dann sollen sie mal noch eine Pick mitbringen, ruhig. Tiere. War nicht eine Kuh hier schon mal noch angefordert und einen Bullen weiß ich nicht mehr. Drinks alle. Cheese, Powders, Extracts, Meat, Fish, Plants, Garden, Vegetables, Packs, Thread. Bucket Splints, Scratches. So, das haben wir schon. Das sind die Preise dann, okay. Ja, das war das dann. Hundertneunundzwanzig Sachen müssen noch eingetragen werden. Das Spiel eine Pause? Nee, ne? Warum stehen die hier so rum? Die können auch arbeiten, oder? So. Ah, da wird schon was reingebracht, ne? 128. Wäre schön, wenn sich da ein paar mehr für bemühen würden, ne? Oder? Aber hier wird auch gar nichts mehr angepflanzt, ne? Das ist eine falsche Saison. Im Herbst, oder?
Ja, die Orten. Blampelmets. Wir haben wahrscheinlich keine Samen mehr. Und 23 Sachen. Dann lauft mal und bringt das da rein. Aber wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.